Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Power Tutorial. Und in dieser Folge geht es um den Energizing Orb. Und der Energizing Orb wird hergestellt aus 5 Glas, einem Dielectric Casing und einem Dielectric Rod Horizontal. Und da brauchen wir Dielectric Paste und Iron Bars dafür. Okay, der Energizing Orb steht im Zusammenhang mit den Energizing Rods. Hier in dem Fall mit den Startern, das bedeutet, da brauchen wir Basic Capitals oder Tiny, Dielectric Casings, Nether Quartz und Dielectric Rod. Okay, und ich habe jetzt hier einmal die Nitro-Variante gewählt, damit das ein bisschen schneller geht und möchte euch einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt ihn irgendwo platzieren. So, das ist der Energizing Orb und dieser Energizing Orb, wenn wir jetzt mal hier in diese verschiedenen Rods reinschauen. Und so zieht sich das Ganze hier nämlich fort bei Power dann auch noch. Wir haben hier auch verschiedene Kabel, wir haben verschiedene Energy Cells, wir haben verschiedene, verschiedene Generatoren und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir bestimmte Rohstoffe. So, und da gucken wir mal rein, jetzt hier zum Beispiel beim Niotic, das ist dann schon T5. Und bei T5 bräuchten wir zum Beispiel Niotic Capital Sitter und da brauchen wir Niotic Crystal. Und da gucken wir mal rein ins Energizing und um diesen Niotic Crystal zu bekommen, brauchen wir Diamant und 300.000 Forge Energy. So, das bedeutet, wir machen das jetzt folgendermaßen, wir legen hier was rein und wir sehen, die Laser hier funktionieren. Was natürlich noch, zwei haben jetzt hier ausgereicht. Wir können die Wrench zum Beispiel einstellen auf einen, mal kurz gucken, und Link Rotate auf den Link-Modus und dann sehen wir, wie viele ganz einfach verbunden sind dann entsprechend mit unserem Dingens. Mit einem Rechtsklick können wir das Ganze wieder rausnehmen und mit einem Diamanten können wir das dann zum Beispiel wieder laufen lassen. Genauso funktioniert das dann, wenn wir jetzt hier Blazing Crystal, dann haben wir hier Block of Quartz und wir brauchen einen Blaze Rod, um da irgendwie was rauszubekommen. Könnte man sich jetzt hier einen Blaze Rod holen und dann würde man das entsprechend genauso mit derselben Methode rausbekommen. Und so bekommt man dann die Items entsprechend ganz einfach am Ende zusammen. Diese Energizing Rods müssen in einem 9x9 Feld entsprechend stehen. Deswegen habe ich euch das hier einmal auch so aufgebaut, dass ihr seht, okay, die müssen nicht direkt dran stehen. Also das würde zum Beispiel halt auch noch gehen, wenn wir den Rod hier zum Beispiel nochmal abbauen und den können wir hier zum Beispiel hier hinten ransetzen. Gehen wir nochmal aufs Linking, sehen wir, funktioniert auch. Also muss nur in einem 9x9 Umfeld sein und desto höher der Watt ist, desto schneller oder mehr Energie wird halt auch entsprechend halt übertragen. Halt ganz, ganz klassisch. Soviel auf jeden Fall zum Energizing Orb und zu natürlich einem sehr, sehr wichtigen Item in Power, um halt natürlich größere Upgrades hinzubekommen von den Maschinen und von den Kabeln und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst.